Mein Name ist Sabine Rath und ich bin seit 31 Jahren Hebamme. Ich habe also vor 30 Jahren, als ich junge Hebamme war, nach der Ausbildung hier in Löhnen angefangen, bis ich mein erstes Kind kriegte und hatte mich damals schon hier sehr wohl gefühlt und bin dann vor 6,5 Jahren hier wieder in der St. Marien Hospital in Löhnen wieder eingestiegen. Das Besondere ist wirklich die Geburt selbst, wenn das Baby auf die Welt kommt. Das ist jedes Mal auch wieder ein Wunder. Egal wie oft und wie viele Kinder du schon auf die Welt gebracht hast, es ist immer wieder toll. Ich finde, dass wir hier ein sehr homogenes Team sind. Unsere Ärzte fassen mit an. Es ist wirklich ein tolles Arbeiten im Team. Ich arbeite hier total gerne. Da haben wir übrigens auch ein sehr, sehr gutes Anästhesie-Team, was auch bedeuten würde, wenn wir wirklich mal einen Notfall haben mit einem Kind. Wir können die Anästhesisten immer dazu rufen, die sind innerhalb von 2 Minuten sind die hier im Kreissaal und können die Kinder adäquat sehr, sehr gut versorgen. Die erste Woche ist in der Regel so, dass man auch nie alleine im Dienst ist. Man hat immer seine Kollegin jetzt noch im Hintergrund. Wir sind ein gemütliches kleines Häuschen und das war mir auch so wichtig, deswegen habe ich mich für Löhnen entschieden. In der Regel lassen mich die Ärzte immer machen. Stehen hinter uns Hebammen und halten sich aber immer im Hintergrund. In so einer großen Klinik hätte ich mir jetzt nicht so vorstellen können zu arbeiten. Ich habe hier wirklich Zeit für meine Frauen. Ein ganz wichtiger Faktor, der auch von mir ausgeht, ist, dass wir flache Hierarchien haben. Wir haben also nicht nur das tägliche Arbeiten, wo natürlich auch Stresssituationen auftauchen, aber wir haben auch hier die Möglichkeit, persönliche Dinge zu besprechen. Wir haben ein Team, das sowohl jung als auch alt ist, denn gerade diese Mischung aus jung und alt macht auch den Umgang miteinander aus, dass man Erfahrung hat, auf die man sich verlassen kann, aber auch Esprit und neuen Input, den wir unbedingt brauchen, um so eine Abteilung auch weiterzuentwickeln. Ich schätze meinen Kollegen, dass wir eigentlich immer füreinander da sind. Egal, wenn einer krank ist oder ein anderes Problem, familiäres Problem hat, ist es nie ein Thema. Ja, ich komme, ich bringe ein. Das ist okay. Es wird dafür gesorgt, dass Mitarbeiter hier einfach nicht alleine dastehen. Ich habe lange in einem anderen Klinikum gearbeitet, aber das zeichnet einfach auch dieses Klinikum aus. Mein Team, die arbeiten mit so viel Fingerspitzengefühl an dem Dienstplan, weil das ist ihrs. Es gibt immer extreme Situationen, aber auch dann beneide ich mein Hebammenteam, was für eine Ruhe sie ausstrahlen und das halt auch auf mich als Leitung übertragen, wo ich dann denke, was kann mir passieren mit diesem Team? Alles kommt an. Immer. Also einen roten Faden gibt es hier nie. Kein Tag. Wenn ich irgendwo wieder anfangen müsste, ich würde mich immer wieder für Löhnen entscheiden. Ich würde gar nicht woanders hin wollen. Das ist einfach schön hier. Ich arbeite total gerne. Was ist das Beste überhaupt, dass ich in der geburtshilflichen Abteilung im St. Marien Hospital Löhnen arbeiten darf? Ist so. Das Beste kommt zum Schluss.